Ohne Schnellnachfolg geben Einbrecher rein statistisch gesehen nach 5 Minuten auf. Daher erklären die Kollegen des Beratungsmobils, wie man die Zeit des Eindringens sozusagen verlängern kann. Das sollte möglichst mechanisch und nicht elektronisch erfolgen, denn piept die Alarmanlage, ist der Dieb nämlich schon drin. Problematisch ist die Sicherung allerdings meist in Mietwohnungen, denn Beschädigungen an Türen werden nicht gern gesehen. Es gibt die Alternative, die Kette, die man über die Türklinke zieht. Also praktisch wird an der Wand befestigt und dann ist am Ende der Kette eine größere Öse, die man über die Türklinke zieht. Muss allerdings dann auch fachgerecht montiert sein, nicht, dass man reingreifen kann und das von der Türklinke schieben kann. Weiter kann man sicherlich auch Hintergreifhaken machen, dass der Täter nicht an der Bandseite die Tür aufhebeln kann. Das sind zwei Bleche mit zwei Bolzen. Das ist eigentlich auch einfach zu montieren, wo die zwei Bolzen dann in die Löcher reingreifen bei der verschlossenen Tür. Und da kann man auf der Bandseite das nicht mehr raushebeln. Weiterhin wird von uns auch empfohlen, ein verlängertes Winkelschließblech, was nicht bloß dann im Türrahmen befestigt ist, sondern direkt ins Mauerwerk diagonal befestigt wird. Obwohl immer wieder davor gewarnt wird, die Enkeltrickmasche ist ein großes Problem. Das ist ja, wo sich jemand als Verwandter ausgibt. Und wenn das Telefonat oder das Telefon klingelt und es spricht jemand, rate mal, wer dran ist, kann man schon davon ausgehen, dass es eine Betrugssache ist. Wenn dann noch die finanzielle Forderung kommt, nachdem vielleicht der ältere Mensch einen Vornamen von seinem Verwandten genannt hat, dann kann man den Hörer nur noch auflegen. Ebenfalls sehr häufig ist der Trickdiebstahl. Auf unterschiedlichste Weise verschaffen sich die Täter Zugang zur Wohnung. Mal ist es die Frage nach einem Glas Wasser oder aber ein Handwerker steht unangekündigt in der Tür. Wenn angebliche Firmen vor der Tür stehen, sollte man genauestens prüfen, von welcher Firma sie kommen. Ja, man kann sich einen Ausweis zeigen lassen. Das geht so weit, man kann die Firma anrufen. Sollte man dort aber dabei beachten, dass man sich die Telefonnummer wieder selber rauszieht aus dem Telefonbuch. Nicht die Telefonnummer wählen, die der angebliche Handwerker übergibt. Ja, also kann der, wenn sie zu zweit arbeiten, die Täter, kann der natürlich unten stehen und den Anruf entgegennehmen, der andere Täter. Etliche Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, sind übrigens in einer Broschüre der Polizei zusammengefasst worden. Erhältlich ist das Heft im Hoyerswerda Revier in der Frenzelstraße.